So, ich hoffe, das haben wir gut abgestellt, das Gerät. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal zurück zum Hof und rufen dann den Herrn Jansen an. Ja, das machen wir so. Das ist ein guter Plan. Das sollte passen. So. Dann drücken wir hier nochmal drauf. Ich weiß gar nicht. Müssen wir den Diesel wohl bezahlen? Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Mal gucken. Wird schon gut gehen, würde ich sagen. Und den Liter mehr, das ist dann auch egal. Aber der geht gut ab. 53 Sachen jetzt drauf. Wahnsinn. Oder fahren wir mal ein bisschen entspannter jetzt. Wir müssen ja hier nicht so treten. 120.000 Euro hat er gesagt. Ja, schickes Gerät ist es ja, aber 120.000 Euro müssen auch erstmal verdient werden. Irgendwann mal. Irgendwann. So. Vielleicht treffen wir ja auch den Herrn Wiese hier gerade auf dem Hof. Ne, sieht noch nicht so aus. Okay. Dann stellen wir ihn doch einfach mal. Ja, wo stellen wir ihn denn hin? Ich würde sagen, hier in die Halle. Soll ja nichts mit passieren. So. Oh. Jetzt hier richtig rumfahren. Boah. Eng, aber passt. So. Wie weit geht da hinten? Sehr gut. Alles gut. So, dann wollen wir einfach einmal den Herrn Jansen anrufen. Mal gucken, ob er da ist. Jansen, guten Tag. Hallo, Herr Jansen. Ralf Meister hier. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Herr Jansen, wir hatten ja vorhin schon ganz kurz über das Telefon von dem Herrn Klein telefoniert. Es geht darum, um das Feld, das abgedroschen werden muss. Ich wäre jetzt wieder am Hof und könnte mit dem Mähdrescher vorbeikommen. Oh, das wäre super. Ja, Also, da Sie sind Sie echt müssen meine mir bitte Rettung. nochmal sagen, wo ich hin muss. Ah, Sie müssen zum Feld. Kennen Sie die Kornstation? Ich glaube, da bin ich schon mal dran vorbeigefahren. Ja, da unterhalb, also südlich davon, von der Straße, die dorthin führt, liegt das Feld. Okay, Ist so das. ganz kleines. Ja, können Sie mir noch ganz kurz sagen, was da drauf angesät ist? Nicht, damit ich das. Also, nur falls da unten mehrere gibt, die erntereif sind. Und ich nicht das Falsche abernte und mir hier keine Ja, Freunde klar. mache. Das Man ist kennt's ja. Gerste. Es ist Gerste. Ja. Okay. Ja, gut. Dann werde ich mich jetzt in den Schlepper hier. Schlepper nicht. In den Mähdrescher setzen. Und soll ich nochmal anrufen, wenn ich unten angekommen bin? Ja, das wäre super. Das Okay, können wir das dann machen wir abfahren. so. Perfekt. Bis gleich, Herr Jansen. Jo, bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss. Gut. Dann. Einmal hier rausgefahren. So. Ach, man, sehen tut man hier ja auch nichts. Gut, dass wir so einen großen Hof haben. Das wird hoffentlich mit dem Schneidwerkswagen schon passen. Fahren wir einfach. Wir könnten auch hier geradeaus. Wir fahren hier mal geradeaus lang. So. Ah, hier ist aber auch schon Unkraut drauf. Wahnsinn. Ist das Unkraut? Sieht sehr danach aus, ne? Ja, das sieht man doch schon. Das ist ganz viel Unkraut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, da muss ich nochmal mit dem Herrn Klein sprechen, ob das alles mit inkludiert ist in meiner Leistung oder ob ich da nochmal Sonderbeauftragen muss. So, einmal rechts, einmal links. Kommt nix. Sehr gut. Wendekreis wie ein Panzer hier, das gute Stück. So, dann gehen wir mal hier alles, was wir können. Wahnsinnige 25. Ist aber auch echt komisch, ne? Also. Urige Technik hier. Urige Technik.
Aber schön, hat Charme. Ich hoffe, dass das klappt gleich alles, dass ich das alles hinbekomme. Wird schon funktionieren. So. Mann, der ist ganz schön lang, so ein Weg, wenn man nur so langsam unterwegs ist. So, wenn ich mich nicht täusche, ist das hier vorne die besagte Station. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Boah, hier, wer hat denn da so ein Schmuckstück? Naja, vergessen. Nee, das Dach, das ist, glaube ich, kein Schmuckstück mehr. Sieht ein bisschen verbeult und ausgebrannt aus. Scheint da auch schon was länger zu liegen. So, ob wir hier hin müssen? Na, gucken wir mal. So, rechts kommt nichts. Von da kommt auch nichts. Das ist wahrscheinlich hier schon der Herr Jansen. Ja, tut mir leid, Wendekreis wie ein Panzer. Husten wir mal. So. Das müsste ja dann das Feld sein. Ich würde sagen, wir fahren hier einfach mal drauf. Einmal vorsichtig. So. Ich dachte, das ist der Herr Jansen nicht. Tja, wollte er nicht hier hin. Gerste ist drauf. Ja, dann hat er recht gehabt. Dann ist da wohl Gerste drauf. Dann wollen wir hier mal dieses Motor starten. Wollen wir hier mal loslegen. So. Also beim nächsten Mähdrescher muss ich darauf achten, dass man ein bisschen besseres Sichtfeld auf jeden Fall hat. Das geht ja hier gar nicht. Das ist ja schrecklich. So, ich würde sagen, machen wir hier erstmal kurz einen Test, bevor wir reinfahren. Erstmal runter und an. Ja, das sieht gut aus. Gut, dann. Nochmal hoch das gute Stück. Hier ranfahren, Strohablage habe ich, glaube ich, hier einen der Hebel hoffentlich richtig eingestellt. Dann runter und angeschaltet. Zack. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Na, man sieht leider nirgendwo, ob sich der Füllstand erhöht. Vielleicht ja die Armatur ist, ich weiß es noch nicht, aber es sieht gut aus. Das funktioniert auf jeden Fall. Boah, das ist aber auch ein Sound, der hier an einem vorbei knetert. Wahnsinn. War ein guter alter Deutz, glaube ich. Oh, oh, oh. Man sollte das ganze Schneidwerk benutzen. Aber man hat eine gute Sicht hier raus. Dafür, dass man doch so ein großes Schneidwerk vorhat. Gut, eine gute Sicht, aber trotzdem, es bringt nichts, wenn ein Anfänger hier fährt, aber erstmal gar nicht schlecht. Für seine 4 Betriebsstunden fährt er sich auch sehr butterweich noch. Bisschen langsam auf der Straße. Aber der Weg ist das Ziel, sagt man so schön. Die erste Bahn ist auch nur fürs halbe Schneidwerk. Wir wollen ja nicht überstrapazieren hier, glaube ich. Zumindest. Irgendwie so. Wie groß wohl dieses Feld ist, das ist ja schon mal ein schöner Versuch, wie lange wir denn später für unsere Felder brauchen.
So, ob ich nochmal den Herrn Jansen anrufe? Ich sehe, der Korntank ist halb voll. Ich glaube, das versuchen wir nochmal. Mal gucken, ob wir ihn erreichen. Jansen? Guten Tag. Hallo, Jansen. Meister hier, grüße Sie. Ah, hallo. Hallo. Läuft hier unten, würde ich sagen. Ich habe das Feld gefunden, bin auch schon fleißig. Bei ihm auf dem Feld am Machen. Das Problem ist, mein Korntank füllt sich so langsam. Und ich bräuchte demnächst einen Anhänger. Haben Sie da irgendwie die Möglichkeit, was zu bringen? Oder muss ich was organisieren? Weil ich habe leider bin momentan alleine am Hof. Ich kann ihn nicht anbieten, tatsächlich irgendwie einen Hänger noch kurz zu holen. Der Weg nach Hause ist ganz schön weit zu laufen. Ja klar, ich habe tatsächlich schon einen Hänger unten am Feld stehen. Ja. Der steht ja schon bereit. Ich weiß nicht, ob Sie ihn vielleicht schon gesehen haben. Ich habe einen Anhänger gesehen, war mir nur nicht sicher, ob das Ihrer ist. Deswegen wollte ich angerufen haben. Ja, es ist so ein kleiner. Wenn es nicht zu große Umstände bereiten würde, vielleicht, falls es jetzt schon voll ist, eben selber hinfahren. Ich bin gerade noch ein bisschen entfernt. Ja, das geht sich aus. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Korntankvolumen über, dann fahre ich da gleich dran vorbei. Das kriegen wir hin, gar kein Problem. Ja, sehr gut. Okay, super. Und noch eine Frage. Brauchten Sie das Stroh eigentlich? Weil ich habe jetzt die erste Vorgewendebahn, muss ich gestehen, erstmal nicht mit Stroh schwarz gemacht. Habe ich, ja, muss ich gestehen, einfach nicht bedacht. Soll ich Sie jetzt einschalten? Das wäre ganz gut, ja. Okay, das ist gar kein Problem. Ich lege gleich den richtigen Hebel hier ein und dann gibt's auch eine Strohschwart. Super. Super. Ich danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen. Super. Herr Jansen, bis später. Jo, bis gleich. Tschüss. Tschüss. So. Oh, vorsichtig hier sein. So. Und dann einmal das Rohr hier raus. Man sieht ja aber auch so gar nichts, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ah, da ist es perfekt. Kann ihn nur so ganz leicht da erahnen, neben dem Feuerlöscher. Wenn den da positioniert hat, hätte der nicht auch woanders hingekonnt. Ich weiß ja nicht. So. Gleich ist es leer. Und dann geht's hier wieder weiter. Wie fahre ich denn jetzt am besten? Ich sag einfach mal, eine Bahn Vorgewende reicht. Ich gucke mal, hier ist ja eine Menge Platz. Wir fangen jetzt hier einfach erstmal an. Vorsichtig denken. So, angeschaltet. Und dann fahren wir hier so rein und nehmen erstmal die nächste Bahn. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Das dauert doch ganz schön lange. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mit so einem... Ja gut, okay, wir haben ja kein großes Schneidwerk, muss man ja auch sagen. Mal gucken, wie man sich dann gegenseitig hier aushelfen kann in Zukunft. Es schadet ja nie, irgendwo nochmal ein Gut zu haben. Und momentan lässt das ja unsere Arbeitssituation zu, dadurch, dass wir den Großteil beim Lohnunternehmen aktuell noch beauftragt haben. Aber schon schön, in so einem Mähdrescher, da sitzt man oben, kann das hier alles genießen, die Aussicht, die Gerste mit der kleinen Windbrise, schön, das ist ein herrlicher Anblick.